Moin Moin aus Hamburg-Rahlstedt. Ich bin die Umwelt- und Klimaschutzbeauftragte des Gymnasiums Rahlstedt. Und wir sind ganz furchtbar stolz, dass unsere Schülerinnen und Schüler dieses Jahr für ihre Klimaschutzprojekte als Energiesparmeister ausgezeichnet werden. Aber jetzt brauchen wir eure Unterstützung. Unter www.energiesparmeister.de/voting könnt ihr bis zum 5. Juni täglich für euren Favoriten abstimmen. Euer Favorit sind hoffentlich wir. Und so können wir uns dann gegen die anderen Bundesländer durchsetzen und den Titel Energiesparmeister Gold nach Hamburg holen. Wir haben bei uns an der Schule nicht nur eine Umwelt-AG, auch Klimascouts, ein Klimarat und nicht zuletzt ein Wahlfach namens Globe. Da werden die Schülerinnen und Schüler nicht nur in der Schule, sondern auch im Stadtteil im Umwelt- und Klimaschutz aktiv. Die Schülerinnen und Schüler des 8. Jahrgangs zeigen euch jetzt mal, wie die tägliche Arbeit als Umwelt- und Klimaschule so aussieht. Also, los geht's und nicht vergessen, täglich für uns abzustimmen. Wir sind der Globe-Kurs Jahrgang 8. Und wir möchten gern Energiesparmeister werden. In diesem Jahr haben wir uns viel mit Upcycling beschäftigt und sind selbst tätig geworden und haben viele Upcycling-Produkte hergestellt. So können wertvolle Ressourcen gespart werden und anstatt Sachen wegzuschmeißen, benutzen wir sie erneut. Außerdem verkaufen wir Fairtrade-Artikel in den Pausen, um so unseren Schülern die Möglichkeit zu geben, lecker zu snacken und trotzdem was Gutes dabei zu tun. Geld, was wir dabei einnehmen, geht an unsere Partnerschule in Südafrika und in ein Projekt des WWFs. Unter grün-grüner Gyra kann man das Ganze auch auf Instagram verfolgen. Wir sind schon viele Jahre Klimaschule und bemühen uns auch bei unserer Schulkollektion und auf eine nachhaltige und faire Produktion zu achten. Im Hintergrund seht ihr, dass wir mit Pflanzen an der Schule versuchen, das Ganze etwas grüner wirken zu lassen. Und auch unsere Pfandsammeldose ist ein Schritt in eine richtige Richtung. Denn auch hier soll das Pfand nicht im Müll landen, sondern wir möchten damit weiter was Gutes tun. Und es werden zusätzlich auch noch auf Wettbewerbe hingewiesen. Jetzt sind wir auf unserem Außengelände angekommen. Wir bemühen uns, unseren Schulhof naturnah zu gestalten. Zur Unterstützung der Insekten bauen wir Insektenhotels. Wir haben auf unserem Schulhof ein Hummelvolk und Bienen. Außerdem stellen wir Futterstellen und Nistkästen her. Auch hier bemühen wir uns, Upcycling-Produkte zu verwenden. Das war mal eine alte Lampe und diese Holzreste haben wir aus dem Baumarkt bekommen. Ein weiteres Projekt, was wir euch gerade nicht live zeigen können, ist die Renaturierung der Wanze bei uns im Stadtteil. Los. Als langjährige Klimaschule ist es unser Ziel, unseren Klimaschutzplan mit über 50 Punkten aktuell zu halten. Und wir setzen uns immer neue Ziele. Als neuestes Projekt haben wir die Giftbox, in der man gibt und nimmt, anstatt Sachen neu zu kaufen. So werden wichtige Ressourcen gespart und es wird nicht mehr so viel mehr produziert. In unserem Globe-Kurs erstellen wir Präsentationen. Zum Beispiel bei dem Klimawandel und den Umweltschutz. Um anderen Klassen das Thema näher zu bringen, beziehungsweise besser darüber zu informieren. Während wir immer weiter an neuen Upcycling-Ideen tüfteln, haben wir uns in diesem Schuljahr zusätzlich als Ziel gesetzt, die Mülltrennung am Gymnasium Rahlstedt zu optimieren. Als Klimachecker kümmern wir uns um den schulinternen Wettbewerb Umweltgerechteste Klasse. Dabei wird die Klasse prämiert, die über ein halbes Jahr lang am wenigsten Energie verbraucht hat. Viele Grüße aus Hamburg-Rahlstedt!